Hi, hier sind die Jungs von Milieu. Wir freuen uns riesig, dass wir heute mit rausgegangen hier spielen dürfen, Flaschen drehen. Und wenn ihr mal irgendwelche Rausgeh-Tipps braucht oder wissen wollt, wann wir wo spielen, dann geht mal auf rausgegangen und checkt das aus. So, dann fange ich doch mal an hier. Also, die Frage ist, was war das Peinlichste, bei dem deine Eltern dich erwischt haben? Mein 18. Geburtstag, ich glaube, da waren die meisten, die hier sitzen, sogar dabei. Ja, ich weiß auf jeden Fall, worum es geht. Genau. Ja. Und mein Stiefvater stand in dem Raum und hat sich irgendwie zurückgelehnt und ist dann irgendwie mit dem Ellenbogen an den DVD-Rekorder gekommen. Und der ist angegangen und damit auch direkt der Fernseher, und da war eine Porno-DVD drin, die ich am Abend vorher reingezogen habe. Und der Raum war komplett voll mit Leuten und auf einmal ging der Fernseher an und es lief ein Porno. Und das war halt, also die waren wirklich komplett direkt bei der Sache. Da war jetzt irgendwie nicht, dass da irgendeine Szene aufgebaut wurde, sondern es wurde direkt ins kalte Wasser rein. Und es war unfassbar peinlich. Das ist ja bis heute noch peinlich. Und meine damalige Freundin, die saß auch mit im Raum, die hat das auch gesehen, das war jetzt nicht gerade ganz. Ja, so. Oh, das ist der Simon, ja. Sprich drei Runden lang mit einem Akzent deiner Wahl. Ja, Schlag. Trifft genau den richtigen. Ja, mach ich das. Das ist kein Problem. Oder ist das ein Schnitzel? Geschnitzel. Hau rein. Nein, ich schätze mal rein. Fleisch und Fleisch. Pass auf jetzt. Ah, da braucht nix. Ist das ein Max? Ja, das ist ein Mike. Oder? Ja. Ich kann das zusammen machen. Ja. Komm, machen wir zusammen hier. Täusche einen totalen Nachtkrampf vor. Es sorgt für Lachen, wie man so leicht. Oh, das ist klassisch an dir. Das geht voll auf mich. Also, was ist eine komische Angewohnheit von dir? Komische Angewohnheit. Also, ich habe auf jeden Fall eine Angewohnheit, die vielleicht ist nicht immer komisch, sondern auch manchmal nervig, aber ich bin gerne mal zu spät. Das ist, glaube ich, jetzt ja schon eine Behinderung. Oder? Also das ist jetzt ja keine Angewohnheit in dem Sinne. Das ist im Prinzip ja eine Einschränkung. Eine zeitliche Planungseinschränkung. Ja. So, ich mache mal weiter. Ja. So, Mike. Was ist Ivo? Ich meine, das ist eine Frage für mich, Mike. Das ist eine Frage für dich. Welches ist der merkwürdigste Ort, an dem du je gepinkelt hast? Also ich habe, glaube ich, schon überall gepinkelt. Ich weiß noch, irgendwann waren wir mal irgendwo bei einem Auftritt und da waren alle Pissoirs besetzt. Da habe ich, darf eigentlich gar nicht sagen, da habe ich in den Mülleimer gepisst. Natürlich, weil du schnell auf die Bühne musstest, ich musste so dringend, ich konnte es nicht mehr aushalten. Aber verrate das bitte nicht weiter. Ja, das ist ein klassischer Sven. Sven, komm jetzt, das ist eine letzte Frage. Was bedeutet dir Köln? Köln bedeutet mir alles. Köln ist für mich Heimat, Köln ist für mich Lebensfreude, Energie. Und ja, Köln ist für mich einfach die Stadt in meinem Herzen und ja, ich liebe diese Stadt und will diese Stadt auch niemals missen wollen. Schlussplädoyer.